So, wir haben den 6. Spieltag in der Champions League Gruppenphase. Wir sind da so gut wie durch. Na, wir sind schon durch. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ich meine, dass wir durch sind. Jawohl, mit 13 Punkten. Ungeschlagen immer noch. Barcelona hingegen muss kämpfen. Die müssen gewinnen. Und einige Tore schießen, damit sie die Tordifferenz ausgleichen von Leverkusen. Und Aufstellung passt so gut. So weit eigentlich auch. Bis auf ein paar Änderungen. Denn der Mausi, der bleibt daheim. Der geht auch aus. Und so können wir starten. Taylor ist gesperrt. Gut, das können wir verkraften. So, also letztes Gruppenspiel. Bevor es dann ins... Ja, in die... wie heißt es? K.O.-Phase geht. Da werden sie uns wahrscheinlich dann gleich im Achtelfinale ausgehauen. Ja, am Anfang hätte ich ja gemeint, wir dann uns so furchtbar schwer in der Gruppenphase, weil wir doch einige gute Gegner drin haben. Tja, da ist schon. Ben Affa. Mit dem linken Hammer. Das ist schnell gegangen. Das war ganz schnell. Ja, Torwart war machtlos. Keine Chance gehabt gegen den Schuss. Also führen wir schon noch knapp 3 Minuten. 1-0. Leverkusen ist ja noch nicht durch. Die haben 9 Punkte. Mit einem Unentschieden warten sie durch. Neskens. Kawai. Dodo. Und André Schürrle. Und der wechselt doch, André Schürrle. Wo wechseln der hin noch? Zu Chelsea oder zu Manchester City? Ich glaube zu Chelsea, oder? Und die sind ja genauso schlimm drauf wie Manchester City. Sind eigentlich auch nur zusammengekauft. Santon. Ronaldo. Ja, da war einer zwei. Hegeler. Den Baba, den können wir nicht ausspielen. Castro. Reinhardt. Kalinos. So, über links. Fahrfahren. Ja, der war nicht so platziert. Aber wir haben den noch. Jetzt haben wir nicht mehr. Doch, oder? Jetzt haben wir wieder.
Kießling, ja, da ist er zu langsam. Da waren wir schneller. Rolfes, Schürle, wieder Rolfes. Und wieder Schürle. War das abseits? Na. Ja, das war erstmal geklärt. Es gibt die erste Ecke für uns. Oh, der ist aufs Tor gegangen, ja. Von wem war der? Habe ich gar nicht aufgepasst. Bernd Leno hat ihn auf jeden Fall. Hegeler. Schürle. Ja, und Carlinus probiert es mal mit einem Schüsschen. War aber nichts. Da muss schon etwas mehr kommen. Und Kießling haben wir einen Ball noch genommen. Wieder Schürle. Katlek. Und der war zu ungenau. Andreoli. Neskens. Fafan. Ja, es geht munter hin und her, ohne Torschancen im Moment. Hegeler. Es gibt keine Nachspielzeit. So, also zur Pause. Steht es 1-0 für uns. Durch das frühe Tor von Ben Afa. Ich meine, in der dritten Minute oder sowas. Und außer dem Tor ist nichts passiert im Moment. Wir kannten. Und ich glaube, ich tue es auch. Wechseln. Und zwar da mal eher meine. Kriegt Colaccini Pause. Und ich glaube, wir haben bisher jetzt in der Champions League ein Gegentor bloß. Und das Money war gegen Barcelona. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Oder war es gegen Istanbul? Aber gut, wir haben nur ein Gegentor. In der Liga haben wir nur 12. Also defensiv sind wir auf jeden Fall stärker geworden. Hat letzte Saison nämlich ganz anders ausgeschaut. Dodo. Neskens. Und das war knapp. Leno klärt zur Ecke. Und ich meine, es war es Ben Afa oder war es Fafan? Nein, es war Ben Baba oder was? Castro, Rolfes. Kabay. Ja, da ist er noch blockt worden. Sonst glaube ich hätte es 2-0 geheißen. Dritte Ecke. Ja. War gar nicht so schlecht. Und ich glaube, den hätte der Torwart nicht mehr erwischt. Carlinhos, Castro. Immer noch Castro.
Faustabwehr. Ja, da war halt der Herr Kiesling im Abseits. Santon. Und weil wir gerade von Kiesling reden, der ist irgendwie auch der Pechvogel, oder? Der spielt in der Liga immer ganz gut in der Bundesliga. Und ist ja somit, glaube letzte, die vergangene Saison war, glaube ich, der erfolgreichste deutsche Stürmer in der Liga. Hat ja fett Tor geschossen für Leverkusen. Aber wird nicht für die Nationalmannschaft nominiert. Finde ich etwas merkwürdig. Wenn man den Ronny, den aktuell besten deutschen Stürmer, irgendwie Ronny einstellt. Und dann lieber so alte Säcke wie ein Klose aufstellt. Der ja, Klose ist ja im Grunde nicht schlecht, aber er ist halt, ja mei, er hat seine beste Zeit schon hinter sich. Und joggt eigentlich nur noch so einen, ja, einen alten Rekord nachher. Oh, jetzt hat er vielleicht die Chance zum Ausgleich, Kiesling. Ja, der war aber zu schwach geschossen. Demba ba der Konter. Ja, weil sonst nichts passiert, dann mal mit wechseln, oder? Es passiert nichts so viel jetzt. Dann mal vielleicht den auch noch aussehen. Torschancen sind im Moment etwas Mangelware auf beiden Seiten. Hegeler. War nichts mit der Flanke. Kiesling, ja, das war wieder so ein Schüsschen, war nix. Das ist alles zu schwach geschossen. Rolfes. Karlinos. Hegler. Wieder Karlinos. Was war das jetzt? Foulspiel? Ja, gut, war halt Foulspiel. Wenn er das so meint, dann war es eben so. Hegeler. Immer noch Hegeler. Und das war, ja, diesmal war es Abstauber von Kiesling und diesmal trifft er auch. 1-1. Gut, irgendwie haben sie es auch verdient. Und dann spielen wir eben unentschieden, also damit können wir leben, oder? Dafür wird wenigstens Barcelona draußen. Wir können dann Europa League spielen. Außer wir schießen uns. Dann kann es eventuell noch anders ausgehen. War kein Foulspiel. Und jetzt kann man eventuell noch einmal wechseln.
Dann haben wir vielleicht Florenzi eine, der kann nämlich rechts ausspielen. Zwei Minuten Nachspielzeit. Ryan Taylor. Das war natürlich nichts. Kiesling. Foul von Kabay, das gibt jetzt die GB. Ja. Gut, das war jetzt unnötig, aber können wir nicht ändern. Und es gibt nochmal Freistoß. Vielleicht machen sie noch was draus. So, also die Gruppenphase ist überstanden. Wir sind weiter im Achtelfinale. Leverkusen genauso. Barcelona muss sie mit der Europa League begnügen. Und ich glaube, die haben bestimmt gewonnen gegen Istanbul. Ja, 1-0. Reicht aber nicht. Also sind die draußen. Unglaublicherweise. Dann ist Olympique Marseille weiter und Manchester United. Chelsea und Twente. Also wir und Leverkusen. Juventus und Porto. Manchester City und Paris. Tottenham und Dortmund. Oh, Bayern. Ungeschlagen weiter. Und Fenerbahce. Und Real Madrid und Lazio. Das kann ja heiter werden im Achtelfinale. Da werden wir wahrscheinlich einen richtigen Brocken kriegen.